Die Akkus in den E-Autos können Probleme bereiten. Und zwar, wenn sie brennen. Lichterloh und scheinbar ohne Fremdeinwirkung. Der komplette Motor fängt Feuer. In kurzer Zeit steht urplötzlich das ganze Auto in Flammen. Und das Löschen ist gar nicht so einfach. Immer wieder tauchen Meldungen auf. Elektroauto brennt stark und kann nicht gelöscht werden. Oder Tiefgaragen werden für Elektroautos gesperrt wegen der Gefahr der Batterien. Immer wieder gibt es solche Meldungen, was alles Schlimmes passieren kann bei einem Elektroauto. In diesem Video zeige ich euch, dass die Gefahr von brennenden Elektroautos lange nicht so groß ist, wie sie immer wieder gemacht wird. Und dass es sogar neue Löschsysteme gibt, die gut helfen können, wenn es im seltenen Fall doch mal passiert. Los geht's! Ich habe mir Zeit genommen und viel für euch zu dem Thema recherchiert und in diesem Video alles zusammengefasst. Und das war möglich dank der Unterstützung des Einfach-Stromladen-Tarifs der Maingau-Energie. Wenn ihr also noch einen Ladetarif für euer Elektroauto sucht, dann kann ich euch den Einfach-Stromladen-Tarif absolut empfehlen, denn ich nutze den selber schon seit Jahren und die Karte oder auch der Chip, den man dafür bekommt, um die Säule freizuschalten, hat mich noch nie im Stich gelassen. Bis jetzt wirklich jede Ladesäule freigeschaltet, das ist viel wert. Außerdem ist der Tarif fair und funktioniert in ganz Europa. Link zum Tarif findet ihr unterhalb des Videos im Beschreibungstext. Wenn es wirklich so ein angebliches großes Problem bei Elektroautobatterien geben würde, dann dürften doch die Fahrzeuge gar nicht zugelassen werden, oder? Wäre das nicht der Skandal überhaupt? Sind sie aber, weil sie eben alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen und damit auch ein Höchstmaß an Sicherheit. Elektroautos müssen laut Anforderungen eigensicher konstruiert sein. Wenn ein Problem auftritt, dann muss der Stromfluss der Batterie automatisch sofort getrennt werden. Gibt es also einen Defekt oder einen Unfall, wird die Batterie sofort automatisch von allen Hochvoltkomponenten und den Hochvoltkabeln getrennt, damit eben keine Spannung mehr anlegt. Schauen wir uns dazu doch mal ein paar Crashtests an. Der VW ID.3 ist eines der ersten Elektroautos, die nach dem neuen verschärften Euro-NCAP-Protokoll 2020 getestet wurden. Das Ergebnis: 5 Sterne Höchstwertung. Keine Probleme machte die Fahrbatterie. Sie blieb nämlich unbeschädigt. Auch der Tesla Model 3 erreichte im Euro-NCAP volle 5 Sterne und übertrifft die dafür erforderlichen Punktzahlen deutlich. Also übertrifft das Ganze. Auch hier bei allen Crashtests keine Probleme mit irgendeiner brennenden Batterie. Wir halten mal fest, Elektroautos erfüllen alle hohen gesetzlichen Anforderungen und auch bei Crashtests gibt es keine negativen Auffälligkeiten. Das sind die Fakten. Elektroautos unterscheiden sich hinsichtlich der Gefährdungsbeurteilung nicht von Verbrennerfahrzeugen. Das war ein Zitat aus der Empfehlung des Deutschen Feuerwehrverbands. Also jetzt nicht von irgendeinem Feuerwehrmann, den ich mir rausgesucht habe, weil er meine These unterstützt, sondern das ist der gesamte Verband. Könnt ihr euch übrigens auch anschauen, ich habe euch den Link zu diesem Text sozusagen, den der Feuerwehrverband da veröffentlicht hat, direkt unterhalb des Videos auch nochmal in den Beschreibungstext gepackt. Soll ja jeder selber nochmal die Fakten prüfen. Die Feuerwehr hat verschiedene Experimente durchgeführt und dann festgestellt, dass die Brandintensität nicht von der Art des Antriebs, sondern vom Einsatz der im Fahrzeug verbauten Materialien abhängt. Also vor allem Kunststoffe machen Probleme, die sorgen für erhöhte Rauch- und Wärmefreisetzung und nicht etwa die Batterie. Auch die Installation einer Wallbox oder Lademöglichkeit in Tiefgaragen ist bedenkenlos möglich, solange die Elektroinstallation der Ladepunkte vom Fachmann installiert wurde und regelmäßig gewartet wird. Davon sollte man ja dann eigentlich ausgehen, dass man jetzt nicht mit irgendeiner selbst zusammengebastelten Wallbox oder Ladestation darum hantiert, dass da natürlich was passieren kann. Das ist, glaube ich, bei allen technischen Dingen so. Also vom Fachmann anständig geprüft und zugelassen und dann funktioniert das auch alles. In Kulmbach zum Beispiel wurde ein Einfahrverbot für Elektroautos dann auch wieder aufgehoben nach großem Medientamtam, nachdem dann die Feuerwehr eine Spezialausrüstung bekommen hat und damit war das Thema dann schon erledigt. Viel Geschrei um, naja, wenig. Natürlich kann man auch nie komplett ausschließen, dass sich ein Fahrzeug wegen eines Defekts selbst entzündet.
Das gilt aber genau gleichermaßen für alle Antriebsarten. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Elektroautos mit oder ohne Unfall dann häufiger brennen als Autos mit Verbrennungsmotor. Also auch Verbrenner brennen immer wieder. Aber irgendwie ist das den Medien keine so große Sensationsmeldung wert. Ruhig bleiben. Es besteht in der Regel keine Gefährdung durch Elektrizität, da die Fahrzeuge ja wie schon erwähnt abgesichert sind. Durch diese automatische Unterbrechung des Stroms können Hilfskräfte dann auch ohne Gefahr erste Hilfe leisten. Und wenn ihr es den Rettungskräften leichter machen wollt, in eurem eigenen Interesse, dann könnt ihr eine sogenannte Rettungskarte ausdrucken. Das sehen Feuerwehrleute sofort, wo sie Schneidewerkzeuge am besten anlegen können und auch, wie sie das Hochvoltsystem notfalls sogar manuell abschalten können. Einfach die Rettungskarte für euer Fahrzeug raussuchen und dann hinter die Sonnenblende klemmen, da gucken die immer nach. Der ADAC bietet da eine tolle Seite an mit Links zu allen Herstellern, die von meinem VW ID.3 sieht zum Beispiel so aus. Auch ganz schön interessant, da mal so ein bisschen einzusteigen. Und ganz wichtig, auf keinen Fall sollte man irgendetwas selbst am Fahrzeug tun. Übrigens, diese Link zu den verschiedenen Rettungskarten und der Übersichtskarte vom ADAC findet ihr auch direkt unterhalb des Videos im Beschreibungstext. Also Finger weg von den orangefarbenen Leitungen und von den Hochvoltkomponenten. Hier habt nur geschultes Personal ranzugehen, da habt ihr nichts zu suchen. Also wenn ihr euch daran haltet, dann passiert auch nichts. Also wenn die Schutzmechanismen der Antriebsbatterie bei einem schweren Unfall dann tatsächlich verformt und damit so beeinträchtigt sind, dann kann es tatsächlich im schlimmsten Falle passieren, dass die Zellen in der Antriebsbatterie durchgehen. Das ist der lockere Begriff. Fachmännisch würde man das dann Thermal Runaway nennen. Dann brennt die Antriebsbatterie und muss durch die Feuerwehr mit viel Wasser gelöscht werden. Ein Elektroauto brennt definitiv anders als ein Verbrenner, denn der Akku kann wegen interner Kettenreaktion tagelang weiter schwelen. Eine Möglichkeit, die sich zurzeit etabliert hat, ist ein Wasserbad. Dafür wird dann das beschädigte Elektroauto in einen mit mehreren tausend Litern Wasser gefüllten Container gehoben, um sicherzugehen, dass der Akku abgekühlt ist und die einzelnen Zellen sich nicht mehr gegenseitig anzünden, muss das Fahrzeug dann mindestens 24 Stunden in diesem Wasserbad liegen. Das ist deutlich aufwendiger als einen Verbrenner zu löschen und stellt auch die Feuerwehr vor neue Herausforderungen. Wir stehen da noch ziemlich am Anfang, das muss man schon ehrlich sagen. Und deswegen, wenn es, und man muss halt dazu sagen, zu dem seltenen Fall kommt, dass wirklich es zu diesem Durchgehen kommt, dann ist das natürlich auch echt ein Problem, das muss man einfach sagen. Zum Glück arbeiten schlaue Ingenieure ständig an neuen Löschansätzen. Wie zum Beispiel der Feuerwehrausrüster Rosenbauer. Kernelement ist eine fernbedienbare Löscheinheit, die dann unter das Fahrzeug geschoben wird und von dort aus einen Löschdorn in den Akku treibt. Durch diesen Dorn wird dann anschließend Wasser zur Kühlung direkt in die Batterie gepumpt. Und dabei soll dann die Wassermenge eines normalen Tanklöschfahrzeugs ausreichen. Dass sich Elektroautos ohne externe Einwirkung, übrigens während der Fahrt, im Stand oder einfach beim Laden, aufgrund eines technischen Defektes dann entzündet, das ist wirklich extrem selten. Elektroautos sind eine neue technische Entwicklung. Und ich kann verstehen, wieso dann ganz besonders darauf geschaut wird. Ist ja eigentlich auch gut so, oder? Dass man bei neuen Technologien erstmal mit Vorsicht rangeht und mal genauer hinschaut. Allerdings völlig überzogene und verschobene Darstellungen von wegen Elektroautos sind gefährlicher und brennen häufiger. Das stimmt einfach nicht. Und es ist auch nicht in Ordnung, weil es entspricht einfach nicht den Fakten. Das habe ich ja, denke ich mal, in diesem Video ausführlich dargestellt und lässt sich auch gut nachvollziehen. Bei den meisten Redakteuren oder Stammtischrunden, die sowas erzählen, brennt dann wohl eher die Sicherung durch als die Batterie des Elektroautos. Also lasst euch nicht verrückt machen. Wir sind mit den Batterien auf einem sehr guten Weg in eine nachhaltige Mobilität. Und lasst uns gerne unterhalb des Videos in den Kommentaren austauschen. Das war jetzt auch nur mit diesem Löschdorn eine Idee von vielen. Es gibt noch viele andere Ansätze, wie dann ja, die Ideen so sind, solche ja, dann wirklich durchgehenden Batterien schnell zu löschen. Da wird es in Zukunft auch bestimmt hier auf dem Kanal noch einige neue Informationen geben. Deswegen einfach den Kanal rechts unten kostenlos abonnieren. Dann sehen wir uns schon bald wieder. Und ihr freut euch jetzt auf euer nächstes Elektroauto. Bis bald.